Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Pokémon, die gelbe Edition. In der letzten Folge haben wir uns ein klein bisschen auf den Weg gemacht zur Bild. In dieser Folge werden wir das weitermachen. Ich habe zwar gesagt, dass ich es trainieren werde, die Pokémon, bin aber dann nicht dazu gekommen. So, locken wir den mal da weg, damit wir das Pokéball da hinten bekommen. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Wow, du bist richtig, richtig cool. Teen. Nein, das ist Park Ranger? Pfadfinder. Pfadfinder möchte kämpfen. Pfadfinder setzt Radfratz ein. Los, Linus. Einmal Ruckzuckhieb. Zum Mitnehmen, bitte. Schauen wir mal, was Donnerschock macht. Ja, doch ein bisschen mehr mit einem Volltreffer. Perfekt, Radfratz wurde besiegt, Linus erhält 171 EP, Pfadfinder wird Rettern in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, wechseln wir doch zu die Said. Linus, genug, komm zurück. Los, die Said. Ein bisschen Windstoß, dann geht das gut. Wind, Wind, Wickel, haha, Windstoß. Nein. Mensch, warum? Warum? Rattan, du bist so böse. Dieser hält 186 EP. Lin besiegt Pfadfinder. Pfadfinder, ach so ein Mist. Wir bekommen 280 Poké-Dollar und müssen direkt in die Items gehen. Und wir haben kein Gegengift mehr. Verdammt. Lin findet TM19. Was hat denn TM19? TM aktiviert, sie enthält Geowurf. Wollen wir noch keinen Pokémon beibringen? Das behalten wir erstmal. Ja, Gift. Huch, da ist ja noch einer. Und noch eine. Verdammt. Noch zwei Trainer. Lieber erstmal zurück zum Pokémon Center gehen. Taubsi, halt durch. Halte durch, mein Taubsi. Halte durch, die Said. Manchmal geht die Vergiftung auch einfach weg. Oder war es das so? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Egal. So. Armes Dizaid. Ja, heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Okay. Okay. Alright. Okay. Aha. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das werde ich machen. Welches Pokémon haben wir an erster Stelle? Linus, das tauschen wir mal gegen die Said. Ups, das war Dennis. Tausch gegen die Said. Blumanda, glaube ich, haben wir immer noch nicht dabei. Den Drachenburschen. Der ruht noch auf der Box. Der kann da ruhig weiter ruhen. Ich nehme den dann erst zum Trainieren mit. Noch brauchen wir ihn ja nicht. Nicht so wirklich. Pflanzen-Pokémon sind momentan noch sehr rar. Aber unser Bisasam könnten wir, würde ich, zwischen, bevor ich in Azuria City den Orden mache, werde ich es wahrscheinlich zu Bisaknoss weiterentwickeln lassen. Müsste Level 14 sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber kämpf mir erstmal gegen diese Person hier. Ich wusste, dass ich gegen dich kämpfen würde. Ach, bist du ein Wahrsager? Kann das sein? Bist du etwa ein Wahrsager? Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Rattan ein. Los, dieser Heat. Kampf, Windstoß. Fast die Hälfte. Silberblick, immer etwas uncool. Kampf, Windstoß.
Rettern, nein, nicht Gift. Verdammt, wir haben vergessen, Gegengift zu kaufen. Nein, 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 nein. Warum? Warum? Und Bisasam entwickelt sich auf Level 16 weiter. Er war dann Level 14. Sandern. Wir kämpfen mal weiter. Mit dieser Hit. Ich will ihn jetzt auf Level 18 bringen, bevor er stirbt. Und auch noch Sandwirbel hinterher, jawoll. So muss das. So muss das. Commander entwickelt sich auch auf Level 16 weiter, dann entwickelt sich Shigir weiter auf Level 14. Attacke ging natürlich daneben. Naja, auch auf Level 16. Hä? Mal nachschauen, vielleicht war es in der zweiten Generation. Kratzer! Toll! Pokémon wechseln! Los, Hati! Doppelkick. Ja, zweimal getroffen, das weiß ich. Tatsächlich, Feuerregel entwickelt sich auf Level 14, also zweite Generation. Entwickelt sich ein Pokémon früher und Kanemani auf Level 18 erst. Genau damals, da war es dann 14, 16, 18, 16 Indivier und 18 daneben Attacke, natürlich. 18 dann Kanemani zu Tyrakrok. Ach komm schon, nicht noch ein Sandwirbel. Ja, meine Genauigkeit ist schon auf 0. Trotzdem konntest du mich nicht besiegen. Dieser Eid hält 138, dieser Eid erreicht Level 18, jawoll! Fati hält 138, Lem besiegt Teenager. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Das ist sehr klug von dir. Hey, dieser Eid entwickelt sich. Ah, ja, mein Tauboga! Tauboga! Und wir tun dem Tauboga weh, indem wir weitergehen. Aber das tut mir leid, ich war so blöd und habe kein Gegengift gekauft. So. Göre noch einmal. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Das ist toll. Das freut mich. Göre möchte kämpfen. Myrapla. Ja, da kommt eines der seltenen Pflanzen-Pokémon, die momentan noch nicht eingesetzt werden. Und Kampf hilft natürlich nicht dagegen. Bin ich blöd. Wahnsinn. Aber das ist auch nicht sehr effektiv. Hornattacke. Na also. Brav. Du kannst so viel absorbieren, wie du willst. Du wirst trotzdem nächste Runde besiegt werden. Myrapla wurde besiegt. Fati erhält 216 und erreicht Level 19. Jawohl. Fati versucht ja! Aber Fati kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Möchtest du eine Attacke? Soll eine andere Attacke zugunsten von Giftstachel vergessen werden? Ja, bitte. Welche sollen wir denn vergessen? Ich würde sagen Silberblick. Das haben wir in der letzten Zeit nicht mehr viel eingesetzt, auch wenn es durchaus effektiv sein kann. Aber Giftstachel ist einfach cool. Und ist dann auch noch unsere erste STAB-Attacke, da Fati Gift ist. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln, auch wenn ich vergessen habe, welches war. Es war Taubsi. Giftstachel! Oh, nicht vergiftet. Was soll der Schmarrn? Nicht vergiftet? Was soll der Schmarrn? Der hat bei mir vorhin zweimal vergiftet. Giftstachel? Na also, geht doch. Und Gift killt es, oder? Bitte, 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 bitte. Oh, knapp. Knapp, knapp.
Tapsi wurde besiegt, Fatih erhält. Göre wird Mirapla einsetzen, möchte das Pokémon wechseln. No. So, Giftstachel. Ist nicht effektiv, zieht aber dafür sehr viel ab. Fatih hat KP verloren. Hornattacke. Fatih besiegt Mirapla. Nennen wir sie Göre. Ich bin nicht neidisch. Das glaube ich dir kaum. Wir sind endlich angekommen. Küstenhaus, hier wohnt Bill. Pika Pika Pikachu? Was hast du, Pikachu? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt, dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Ja, natürlich. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Aber natürlich. Pika! Das verstehst du nicht, Pikachu, oder? So. Len hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Yay! Hey, Pikachu! Klasse, danke, Kumpel. Du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Len erhält ein Bootsticket. Yay! In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff. Die MSN. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen. Aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Natürlich. Pikachu, du darfst auch gern wieder mitkommen, gell? Das wundert sich immer noch. So, du darfst mitkommen, Pikachu. Unser Taubsi wurde leider nicht geheilt. Ich schau nochmal hier hinten irgendwo hin. Ich drück mal ein bisschen A, ob hier nicht irgendwo ein verstecktes Item ist. Kann ja immer sein. Nö, scheinbar nicht. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig, dass unser Tauboger überlebt. Ich klicke mal einfach die ganze Zeit hier auf dem Weg. Hier könnte es irgendwas geben. Tauboger, halte durch. Die Said, halte durch. So. Nein. Nein. So. Wir sind wieder in... Huch, der Polizist ist nach zur Seite gegangen. Wir sind wieder in Azuria City. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit, heilen. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Das werde ich machen. Hoppala. So, ich gehe noch schnell ins Pokémon-Markt. In den Pokémon-Markt. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Kauf. Schau dich ruhig um. Und zwar gegen Gift. Ich nehme mal 10 Stück. Einfach nur, damit wir es haben. Gegen Gift, das macht dann 1000 Pokédollar. Hier, bitte. Sehr, vielen Dank. Nö, danke, tschüss. Ah ne, Verkauf. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Verkauf. Was möchtest du verkaufen? Ein Nugget, bitte. 5000 Pokédollar, jawoll. Das ist doch was. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon 11.000 Pokédollar. Schauen wir mal noch, was hier drin ist. Fahrradladen. Fahre leicht und schnell mit dem Rad durch Höhlen und Gras. Das klingt doch verlockend.
Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. 1 Million Poké-Dollar. Es tut mir leid, du kannst es dir nicht leisten. Besuch uns doch mal wieder. Verdammt, wir können es uns nicht leisten, das ist blöd. Ich hätte gern ein rotes Fahrrad, aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Hohohoho, okay. Du erstellst eine Enzyklopädie der Pokémon? Das klingt lustig. Aha. Naja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß.